10% Rendite in nur 24 Stunden mit Luxusuhren verdienen. Ist das möglich? Ich habe hier eine begehrte Tudor Black Bay 58 in der Farbe Navy Blue. Wenn dich diese Uhr interessiert und du wissen willst, ob man mit dieser Uhr schnelles Geld verdienen kann, dann bleib einfach dran. Hey, ich bin Mario und auf meinem Kanal vermittle ich dir Finanzwissen anhand von einfachen Beispielen und zwar so, dass es wirklich jeder versteht. Heute gibt es mal wieder ein Video zu einem meiner Lieblingsthemen, Investments in Luxusuhren. Wenn du neu bist und dich das interessiert, dann lass doch gerne ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Rolex ist überhaupt nicht dein Ding. Du liebst mechanische Uhren, die perfekte Ausführung und suchst nach einer gewinnbringenden Alternative? Dann ist diese Uhr vielleicht genau die richtige Antwort auf deine Suche. Die Tudor Black Bay 58 ist für mich eine der schönsten und gelungensten Uhren der letzten Jahre. Bevor wir uns den finanziellen Aspekten dieser Uhr beschäftigen, verdient diese Uhr eine genaue Betrachtung und ein ausführliches Review. Tudor ist eine Schweizer Uhrenmanufaktur, die 1926 gegründet und im Jahr 1936 von Hans Wilsdorf erworben wurde. Hans Wilsdorf? Klingelt es da bei dem Namen bei euch? Hans Wilsdorf ist der Gründer der Marke Rolex und hatte mit dem Kauf der Marke Tudor die Idee, eine neue Schwestermarke neben Rolex zu etablieren. Ich habe mehrere Jahre lang über die Herstellung einer Armbanduhr nachgedacht, die von unseren Fachhändlern preisgünstiger verkauft werden kann als unsere Rolex, die jedoch ebenso zuverlässig ist. Jetzt habe ich beschlossen, eigens zur Fabrikation und Vermarktung einer solchen Uhr eine Firma zu gründen. Diese Firma heißt Montreux Tudor S.A. Ein Zitat von Hans Wilsdorf. Die Idee von Wilsdorf zur Erschließung neuer Zielgruppen für seine qualitativ hochwertigen, jedoch günstigeren Uhren als die der Marke Rolex war genial und zukunftsweisend. Tudor haftete allerdings lange Zeit das Image an, nur ein Rolex-Abklatsch zu sein. Hier und da hörte man als Tudor-Träger die süffisanten Sprüche der Rolex-Fangemeinde, dass es für eine echte Rolex wohl nicht gereicht hat. Richtig ist, auch heute noch ist Tudor als günstigere Alternative zu Rolex platziert. Aber eins hat sich ganz grundlegend geändert. Die Tochtermarke grenzt sich nunmehr mit einem klaren Bekenntnis zum Retro-Design vom Mutterhaus ab. Insbesondere mit der 2012 lancierten und recht eigenständigen Black Bay-Reihe konnte Tudor einen großen Schritt aus dem Schatten der Mutter machen. Fan der Marke wurde ich jedoch erst, als Tudor das Modell Black Bay 58 im Jahr 2018 auf den Markt gebracht hatte. Sie ist mit einem Durchmesser von 39 mm kleiner dimensioniert und deutlich flacher. Gerade für schmale Handgelenke ist das, wie ich finde, die perfekte Größe. Zum Vergleich, mein Handgelenksumfang beträgt ca. 170 mm. Die Uhrengemeinde war schlichtweg aus dem Häuschen. Direkt nach der Lancierung der Black Bay 58 in Navy Blue im Jahre 2020 gab es einen durchaus beachtlichen Ansturm auf das neue Modell, der Wartezeiten bzw. Wartelisten verursacht hat, wie man es eigentlich nur aus dem Mutterhaus Rolex kennt. Mit viel Glück kann man auch eine direkt beim Konzessionär kaufen. Wenn man nicht warten möchte und oder keinen guten Kontakt zum offiziellen Tudor-Händler hat, bleibt nur der Erwerb über die bekannten Online-Plattformen übrig. Und das nur mit deutlichen Preisaufschlägen zum Listenpreis. Doch dazu nachher mehr. Kommen wir zu den technischen Eckdaten der Uhr. Wir haben hier eine waschechte Taucheruhr mit einer Wasserdichtigkeit bis 20 Bar und sie ist damit auch für den Einsatz unter Wasser bestens geeignet. Ich finde es immer toll, wenn Hersteller von Luxusuhren das technisch Machbare bei ihren Uhren umsetzen. Ich kenne aber praktisch keinen, der seine Rolex Submariner oder der seine Tudor Black Bay beim Tauchen im Salzwasser einsetzt. Ich ziehe meine Uhr nicht mal unter der Dusche an. Daher hat dieser Wert für mich eigentlich keine praktische Relevanz. Mich würde jedoch interessieren, ob ihr irgendjemand im Freundeskreis habt oder kennt. Oder ob ihr vielleicht sogar selber eure Luxusuhren beim Tauchen oder im harten Outdoor-Einsatz trägt. Schreibt mir doch gern unter dem Video einen kurzen Kommentar. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Die Black Bay 58 kommt mit einem satinierten und polierten Edelstahlgehäuse daher und die Verarbeitung ist top deluxe. Sie hat einen Durchmesser von 39 mm, eine Höhe von 12 mm und ein Lack-to-Lack, auf Deutsch bedeutet dies von Horn zu Horn, von 47 mm. Die Uhr am Stahlband lässt sich mit einem Gewicht von ca. 145 Gramm sehr angenehm tragen.
Die Optik der Uhr ist von einer gewissen Eigenständigkeit geprägt, was unter anderem an den charakteristischen Snowflake-Zeigern liegt, deren quadratische Spitze an eine Schneeflocke erinnert. Die Zeiger und die runden Indizes sind weiß-gold beschichtet. Die runden Indizes sind jedoch in der Fangemeinde etwas umstritten. Hier wünschen sich einige Hardcore-Fans quadratische Indizes, die deutlich besser mit den Snowflake-Zeigern harmonieren würden. Diese Kritik teile ich jedoch nicht. Ich finde die Optik einfach fantastisch. Die Farbkombination, der kühle und klare Blauton in Kombination mit den weiß-gold beschichteten Zeigern und dieser rein weißen Leuchtmasse bringen eine gewisse Lässigkeit und Sportlichkeit mit sich, die diese Uhr von anderen Modellen der Marke deutlich unterscheidet. Das am Rand gewölbte Saphirglas kommt retro daher und harmoniert hervorragend mit dem sportlich lässigen Auftritt der Uhr. Blue Jeans und T-Shirt passen meines Erachtens perfekt zu diesem Auftritt. Die einseitig drehbare Lünette in Edelstahl mit Zahlenscheibe aus mattblau eloxierten Aluminium ist eher schlicht gehalten. Auch hier wird der Retro-Charakter der Uhr betont. Andere Uhrenhersteller greifen in dieser Preisklasse schon eher auf deutlich kratzfestere Keramik-Lünetten-Inlays zurück. Das Herzstück der Uhr ist das Automatik-Kaliber MT5402 mit einer 70-Stunden-Gangreserve, versteckt hinter einem schlichten und verschraubten Stahlboden. Die hohe Gangreserve finde ich mega praktisch, insbesondere wenn man seine Uhr nicht im Uhrenbeweger aufbewahrt. Auch nach einem langen Wochenende ist kein manuelles Aufziehen und anschließendes Einstellen der Uhrzeit mehr nötig. Im praktischen Einsatz fehlt mir jedoch eine Datumsanzeige. Erst beim Tragen der Black Bay 58 fiel mir auf, wie oft ich vorher auf meine Uhr geblickt hatte und nach dem aktuellen Datum geschaut habe. Aber egal, dafür hat man ja heute sein Smartphone. Noch einige Anmerkungen zum Armband. Wir haben hier ein satiniertes und poliertes, vernietetes Edelstahlband mit Sicherheitsfaltschließe. Relativ schlicht und einfach gehalten. Die am Armband angebrachten Fake-Nieten sind völlig sinnbefreit und haben keine Funktion und sind ausschließlich dekorativ, verleihen dem Armband aber einen gewissen Vintage-Charakter. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Kostet nichts und unterstützt meinen Kanal. Vielen Dank dafür. Der Listenpreis der Uhr liegt bei 3.140 Euro am Leder- bzw. Textilband und 3.430 Euro am Stahlband. Ein Schnäppchen, wenn man diesen Preis mit Rolex-Modellen vergleicht. Aber ist die Uhr mit 3.430 Euro wirklich ein Schnäppchen? Und wo bekomme ich diese Uhr jetzt zu kaufen? Und wenn ja, zu welchem Preis? Also entweder kaufst du beim offiziellen Konzessionär zum Listenpreis, wenn du Glück hast und eine bekommst, oder du kaufst am Sekundärmarkt, also zum Beispiel über die bekannten Online-Plattformen. Ich habe diese wunderschöne Uhr vom lizenzierten Händler meines Vertrauens erhalten. Und das ist auch der Weg, den ich dir auf jeden Fall empfehlen würde. Wenn du die Uhr derzeit am Sekundärmarkt erwerben möchtest, musst du deutlich tiefer in die Tasche greifen. Wenn du sie gerade regulär beim Händler gekauft hast, könntest du die Uhr natürlich dort sofort auch wieder mit Gewinn verkaufen. Davor rate ich dir aber dringend ab, denn dann gehörst du zur Kategorie der Uhrenflipper, die begehrte Uhren zum Listenpreis beim Juwelier und Konzessionär kaufen, um sie gleich wieder mit einem enormen Gewinn zu verkaufen. Und das ist seitens der Uhrenhersteller und Händler nicht gewünscht. Und ich behaupte auch zu Recht. Die Möglichkeit des kurzfristigen Gewinns durch einen reinen Wiederverkauf der Uhr sorgt dafür, dass immer mehr Spekulanten in den Uhrenmarkt strömen und die Preise bei einigen ausgewählten Modellen in astronomische Höhen treiben. Es scheint für Uhrenliebhaber, egal ob Einsteiger oder nicht, praktisch unmöglich, die begehrten Rolex-Modelle, sei es eine Pepsi, eine Daytona oder inzwischen auch einfach nur die klassische schwarze Submariner, zum regulären Listenpreis zu kaufen. Es müssen teilweise 10, 50 oder sogar fast 100% auf die unverbindliche Preisempfehlung von Rolex aufgeschlagen werden, wenn man nicht eine Menge Geduld mitbringt. Und das kann doch nicht der Sinn der Sache sein, oder? Kauf dir deshalb nur eine Luxusuhr, wenn du wirklich Interesse an Uhren hast. Die Händler haben immer ein gutes Gespür dafür, ob der potenzielle Kunde, der sich für ein begehrtes Luxusmodell auf die Warteliste setzen lassen möchte, sich wirklich für die Uhr begeistert oder ob der kurzfristige finanzielle Gewinn im Vordergrund steht. Nun zur Black Bay 58. Der offizielle Kaufpreis der Uhr mit Stahlarmband liegt bei 3.430 Euro. Wenn ich die Uhr jetzt verkaufen sollte, ließe sich für ein ungetragenes Modell mit Originalbox und mit Originalpapieren ein reeller Verkaufspreis in Höhe von 3.800 Euro erzielen. 10% Gewinn in nur 24 Stunden. Klingt gut, oder?
Die Black Bay 58 in Navy Blue ist eine hervorragende Uhr mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn du bewusst nach einer Understatement-Alternative zur Marke Rolex suchst, bist du mit dieser Uhr genau richtig aufgestellt. Die aktuelle Nachfrage nach dieser Uhr deutet auf eine zukünftig hohe Wertstabilität hin. Zumindest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Natürlich gebe ich hier keine explizite Kaufempfehlung ab, denn jede Investition unterliegt Risiken und muss auf deine speziellen Bedürfnisse abgestimmt sein. Daher mein Rat, kauf dir nur Luxusuhren, wenn du dich ausführlich mit dem Uhrenmarkt, mit deinem favorisierten Modell und der Uhrenmarke auseinandergesetzt hast und wenn du dich auch grundsätzlich für Uhren interessierst. Die Basis deiner Vermögensanlage sollte immer ein breit gestreutes internationales Aktienfondsdepot sein. Du willst wissen, ob du mit Rolex-Uhren in der Vergangenheit Geld verdienen konntest oder ob der Aktienmarkt nicht doch die bessere Anlagealternative gewesen wäre? Wenn dich das interessiert, dann klicke doch jetzt oben rechts in die Ecke auf das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Mario.